Mist. I have not nachgedacht. You know? Das sind wirklich, das ist dämlich, was ich hier mache. Sorry und so. Ich sag's ja immer wieder, wer hier zuschaut, ist selber schuld. Von daher, könnt ihr mal sehen, was ihr davon habt. Tolle Wurst. Und ihr unterstützt den ganzen Krams auch noch. Ihr gebt mir diesen Spielraum, diesen Quatsch zu machen. Das ist furchtbar. Vielen Dank dafür. Genau. Das dahin. Das dahin. Und das Loswerden geht einfach hier oben zum Beispiel. Ich hab den sogar noch. Geil. Keil. Huh. Du bist aber ein schöner Keil. Wow. Guck mal. Das ist ja mal cool. Keine versteckten Fallen am Ende. Das funktioniert. Das ist ja mal cool. Irgendwie fand ich das jetzt nicht so schwer. Natürlich, es war eine Menge Schusseligkeitsfehler drin. Aber es war nicht so schwer in dem Sinne. Hallo. Au. Freundlich. Hallo. Glas. Mag ich. Zumindest, wenn es mich beschützt. Grillen. Bombs. So gefällt mir das. Ja, hallo? Ach, was ist das denn? Dinge, die aus der Wand kommen, ist auch interessant. Aus der Wand kommt Schmand. Ich hoffe mal nicht. Das wäre ein bisschen eklig. Zumindest, wenn es da länger rumliegt und so leicht säuerlich wird. Funktioniert das denn durch Glas? Mal so gesehen. Ja gut, klar. Ich habe das gerade in die Richtung gepackt. Von daher, warum sollte es nicht funktionieren? Da, die Richtung hätte ich gerne. Bombs. Bombs. Bombs? Bombs? Achso. Ach, wie? Hä? Moment. Hä? Hä? Achso. Ah! Nee. Ich bin ein bisschen sprachlos. So, genau. Und jetzt gibt es Petze. Nee, was gibt es denn jetzt? Da vorne muss ich hin. Warte mal. Das ist toll. Von da drinnen komme ich dann natürlich nicht hin. So muss es sein. Das ist jetzt dämlich. Das ist so eine, so eine kleine Winzaufgabe. Der man trotzdem nachdenken muss. Das mag ich ja nicht so ganz. Das öffnet... Was ist das denn? Aha. Das sieht aus wie ein Gesicht und nicht wie irgendein Knopf. Oder wie der Laserempfänger. Das muss bestehen bleiben, das ist klar. Ich muss irgendwie hinkriegen, dass... hier ein Portal passiert. Huh. Das ist jetzt wirklich dämlich. Da müsste das ungefähr hin. Neuen Prisma holen bringt auch nichts an der Stelle. Oder würde ich das... Ja, wobei... Das hier ist für das, okay. Oh. Warte mal, das kriege ich noch irgendwie hin, glaube ich, hoffe ich. Ich glaube nämlich nicht, dass ich überhaupt kein Prisma brauche. Ach, natürlich, natürlich. Oh, alles klar. Ich glaube, ich hab's. Und Boings. Hooray! Öffne dich, Tür. The next chamber is the broken one.
From there on, you'll have to move fast, because that's the last chamber with plants in it. Die letzte Kammer mit Pflanzen, heißt es danach, müssen wir unsere eigenen Pflanzen zum Verzehr mitbringen, oder wie ist das gemeint? Also, ne, Verzehr. Zum Flechten von Träumen zum Beispiel. Wobei das kein Verzehr ist. Hört einfach nicht auf das, was ich sage. Es ist ein guter Tipp, den kann ich euch immer wieder geben. Hört mir einfach nicht zu, das passt schon. Dann werdet ihr auch nicht unschlauer als sowieso schon. Hey! We're finally at the production facility. I've been able to find a rail a bit further on. I'll meet you up ahead. Good. You should find a way out of this test chamber before your portal gun's black hole violently implodes. Anyway, beyond one of these walls are catwalks leading to the end of a manufacturing line. Catwalk? Können wir dann hier so ein bisschen Modenschau machen? Das wäre mal schön. Ich meine, wir sind, schauen wir uns mal genau an. Wir sind wunderhübsch. Das ist modisch voll auf dem neuesten Stand. Und dieser leicht irre Blick. ich muss Portale lösen. Ja, so komme ich mir aber auch so langsam vor. Aber die Haarfarbe ist ganz schön. Aha. Ja, ja. Die Stiefel, das sind noch eine sehr frühe Version. Ich weiß nicht, ob die so wirklich vor Schmerzen bewahren, mal so gesehen. Ist der Raum schief? Oder ist mein Blick mittlerweile schief? Ich glaube, die Kammer ist schief. Ach, deswegen ist sie auch mit Wasser vollgelaufen. Okay. Der ganze Raum ist schief. Da muss ein Laser rein. Da ist ein Laser, der ist allerdings noch nicht so lasiert. Das stört vor allem, hier muss ein Prisma hin. Schreit zumindest danach. Oder was anderes. Und dass man den Laser dann gar nicht mehr braucht. Okay, das muss beides für den Ausgang geöffnet werden. Verdammt. Wo kam jetzt hier was raus? Hallo? Hallo? Ach, da vorne, okay. Hallo? Ja. Das öffnet sich da. Okay, und wenn ich mich hier drauf stelle, tut sich in erster Linie nichts. So, das öffnet sich. Na, das wird ja wohl eine Wand sein. Was passiert dann genau an der Stelle? Ah, das ist, glaube ich, der eine Schalter für zum Aufmachen. Das heißt, ich kann eigentlich das theoretisch hier drauf stellen. Soweit zur Theorie. Das Problem ist, dass es kein Problem gibt. So, bitteschön. Ja, und jetzt? Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Hurra! Burned in Ruhe. Was habe ich jetzt davon? Ich hier ist ein bisschen zu, vielleicht. Bin ich blöd? Muss ich da gar nicht hin? Ich hätte gerne eine Aufgabe hier. Ich hätte gerne gewusst, was ich denn machen sollte. Ich meine, klar, das war jetzt auch nicht so kompliziert, aber... Warte mal. Muss ich das gar nicht machen hier? Hat mich das Spiel jetzt verarscht? We'll be going through the way to storage cube manufacturing. It's now or never. We've got to make our move on Aegis and destroy it before this whole place floods. Once you get out there though, it'll have a bead on you in minutes. So we can't stop moving. Das war gemein. Diese schöne Kammer, die überhaupt nicht kompliziert war, war optional. Offenbar. Errungenschaft freigeschaltet, okay, back off track. Ich soll mich beeilen, habe ich gehört. Was haben wir denn alles hier so? Mach hinter die Tür! Und das ist der Raum, wo sie
test if cubes are actually able to press buttons. It's some vital testing. A cube that can't press buttons? It's a total waste. Wie sollen denn Würfel Knöpfe drücken? Wobei, na gut, so gesehen, ja, so gesehen macht das schon Sinn. Oder ergibt es schon Sinn. Sieht alles so modern aus hier, ne? Ist schön. Man darf halt wirklich nicht vergessen, dass man ja auch eine Portalkanone hat. Von daher, wenn man irgendwo der Weg versperrt ist. You should be able to slip through the door if it opens. Don't stay too long though. Those doors will close with 5000 pounds of pressure. Oh. Das ist eine Menge. Hallo. Hab dich gesehen. Hallo. Wo bist du denn? Da unten ist nichts. Ist schön. Nichts ist immer gut. Auch hier wieder, ne? Na gut, man kann sagen, dass das hier so ein leichter Umweg ist vielleicht. Did you know that after science weighted storage cubes have to be bulletproof? Speicherkubus, warum ist das ein Speicherkubus? Der ist ja hohl. Was ist das denn? Ich dachte, die wären massiv. Aus Gummibärmasse zum Beispiel. Oder andere Sachen, die nicht essbar sind. Bei Grab Your Free Lemonade. Ja, haben wir schon gehört. Okay. Okay, meinetwegen. Verfolgt er mich jetzt? Manufacturing. Only 66% of all the cube produced human offices are up those stairs. There are no cameras in this part of the facility, so Aegis won't be able to trap us. Still, we've got to take him out if you want to leave this place. Anyways, if you go through the offices, I'll go through the service areas. Mach das, tschüss. Nur 66% sind bulletproof, das heißt, theoretisch müssen wir auf jeden... Also falls wir mal das Problem haben sollten, dass uns so ein Würfel beschützen sollte, müssen wir halt gucken, dass wir nicht den dritten, der nicht sicher ist, benutzen. Das sieht gerade mal ein bisschen nach Stanley Parable aus hier, ne? Wenn ich das gerade mal so überlege. Ich meine, klar, die Engine ist auch die gleiche, wahrscheinlich so, sogar ein paar Grafiken, ein paar Texturen. Aber es sieht echt schon ganz schick aus. Das gefällt mir. Könnte uns heute gesagt so ein bisschen detailreicher sein, aber meine Güte. Ah, es ist trotzdem schon ein schickes, schickes Spiel. Die Grundlage ist halt schon ein bisschen älter. So, kurz gekratzt. Jetzt habe ich wieder beide Hände frei für die Tastatur und Maus. Wie lange wollen Sie diese drei Farbbeamer noch benutzen? Gut, okay, die PCs sind da auch noch so ein bisschen klumpiger. Es ist irgendwie schwierig einzuschätzen, welche Zeit eigentlich hier oder zu welcher Zeit das Ganze spielt oder beziehungsweise zu welcher Zeit das hier spielt. Weil stellenweise das da hinten sah irgendwie schon sehr futuristisch aus. Solche Sachen hier halt überhaupt nicht. Die sehen so nach 90er aus. Noch irgendeine Tür? Ja. Ich gehe mal da hinten raus. Sieht so nach Exit aus. There, Guard. I thought maybe somehow you managed to get lost. Anyway, we're almost at Aegis's part of the facility. Mind your head here. Those metal plates will hurt if they hit you. Can you believe it takes six of those plates to make one cube? Ridiculous! Naja, kann ich mir schon vorstellen. Das sieht vor allem cool aus hier, ne? Mit dem ganzen Licht und Schatten, dass sich das hier so rumbewegt. Das sieht aber sehr nach so irgendwelchen Plastikausstandsschablonen aus, so wie man das früher kennt. Oder halt von irgendwelchen Bastelobjekten. Hast du? Das ist interessant. Doch, sieht cool aus. Da komme ich schon mal nicht lang. Hier auch nicht. Im Prinzip, der Weg ist einigermaßen versperrt. Sagen wir es mal so. Oh. Ich dachte, da wäre mal eine Tür, die man auch aufmachen kann. Das wäre mal schön gewesen. Ja, so viele Würfel hier. Als würden die hier produziert werden. Ach, ich kann da runter, natürlich. Das war ja irgendwie klar. Da war mit zu rechnen.
Warte mal, kann ich einen mitnehmen vielleicht? Dankeschön. Ich möchte gerne einen mehr haben. Dankeschön. Ach komm, einer geht noch. Dankeschön. Oh. So vielleicht. Wie viele kann man denn hier rausholen? Ob es hier ein Objektlimit gibt? Oh. Ich glaube, mit den Würfeln kann man einigermaßen viel Unsinn machen hier. Dass man sich irgendwo an irgendwelche Stellen schummelt, wo man gar nicht hin sollte vielleicht. Kann ich mir gut vorstellen. Nicht, dass ich das vorhabe. Ich will immer ehrlich spielen. Nur manchmal schummeln. Und ja, aber ich kann es mir vorstellen, dass man damit hier einigermaßen viel Quatsch machen kann. An Stellen gelangt, wo man nicht hin sollte. Es leuchtet. Crazy. Die Rechner sind ja noch älter. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, alt. Pegasus Lair. What an impressive sight. Nett. Wir sollten uns bald Teil 5 nähern, denke ich mal. Oder der ist schon und ich habe es übersehen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, das wird hier gleich stattfinden. But I think I can help. Just give me a moment. Yes, that worked. Let's get going. This reminds me of the day I ended up falling down into those junkyard offices. Dark room, no lights. Hit the end of a management rail and down I went. Luckily, I found you still alive in that vault, or I'd have been stuck there forever. So, thanks for that. Ja, kein Problem. Ich rette nur mich selber. Das ist... Careful, careful. There's a hole in the floor ahead. Ich glaube, der wichtige Teil ist hier, dass man sich recht sicher sein kann, dass es keine Jumpscares gibt. Und keine gruselige Musik passiert hier. Weil, ich glaube, das fände ich nicht so cool. Rein von der Beleuchtung, rein von der Stimmung her. Es ist halt sehr leise. Das heißt, es ist eigentlich sehr, sehr prädestiniert dazu, dass es hier gemeine Stellen gibt. Buh. Total erschrocken. Oh. Ja. Wo kann ich das mal machen hier? Ich hätte gerne ein Portal und ein bisschen Licht auf dem Boden. Wo ich das hinmachen könnte. Ich möchte irgendwo hinmachen. Hallo, ich hätte gerne Licht. Was ist das denn? Leuchte mir heim. Du Heimatloser. Unhold. Ich hätte trotzdem gerne Licht. Irgendwo anders hin, wo ich Portale setzen kann, vielleicht. Ich gehe zumindest mal stark davon aus, dass wir eins setzen müssen. Hätte ich am Anfang etwa eins machen müssen. Hallo. Wie komme ich denn da zurück? Boah, ey. Ich fall mal eben runter, ne? Errungenschaft freigeschaltet. Into Darkness. Okay. Schön. Ich glaube trotzdem, dass ich geschoben bin. Jups. So, Kollege kommt zurück. Hä? Da, genau. Sind wir da rein? Hallo, wo kann man denn hier nochmal eine Fläche? Da, wo hat man denn? Wo kann man denn nochmal? Hä? Bin ich da jetzt zu blöd für? Ich meine, ja, bin ich, aber mal so gesehen. Just a bit further and we can get to the mainframe rooms.